Auf dem Markt gibt es ja nun schon einige Produkte mit Spiel- und Testmaterial für unseren Arduino. Manche sind mehr oder weniger brauchbar, aber in den meisten Sammlungen sind doch die gleichen Module vorhanden. Elego hat mir nun kostenlos so eine kleine Wunderkiste zu einer Beurteilung überlassen. Einen super Starter-Kit. Die Kiste ist wirklich klein und sehr gedrängt und etwas unübersichtlich liegen die Module im Behälter. Das macht die Übersicht und die Arbeit mit dem Modul nicht ganz einfach. Aber ich denke, nach den ersten Spiel- und Lernstunden sieht es mit der Ordnung nicht mehr so gut aus. Viele elektronische Teile sind in Schutzbeutel verpackt, was ja nun schon eine gute Sache ist. Und auch gefährdete Beinchen hat man zum Schutz in Styroxwürfel gesteckt. Und damit man gleich anfangen kann, hat man noch einen 9-Volt-Block beigelegt. Das Handbuch auf der beiliegenden CD im PDF-Format ist in vielen Sprachen vorhanden, unter anderem auch in einer vernünftigen deutschen Übersetzung. Der Aufbau des Buches ist gut gelungen und auch die Beispielbeschreibung und Bebilderung, die finde ich ganz gut. Da ich wohl noch ein paar Mal in anderen Videos auf dieses Produkt, den Super Starter Kit, zurückkommen werde, stelle ich nun mal einen ersten Versuch vor. Ich werde mich mal mit einem ganz kleinen Teil beschäftigen, der sonst in den Anleitungen wenig vorkommt, der Thermistor. Und damit ich nicht allzu viel über den Versuch erzählen muss, empfehle ich den Zuschauern, welche es noch nicht gemacht haben, das Handbuch von der Elego-Webseite herunterzuladen. Das kostet nichts und zu finden ist es unter dem angegebenen Download-Link. Und ab der Seite 104, die Lektion 15, findet man dann alle Erklärungen und Bilder zu unserem Versuch. Ich brauche dazu den Thermistor, einen 10 Kilo-Ohm Widerstand, natürlich das LCD und ein Potentiometer, dann ein paar Verbindungsdrähte. Und zum Schluss die Platine mit dem Uno. Das Ganze wird dann auf ein Brettboard mit dem Uno aufgebaut. Dazu benutze ich die folgende Vorlage und dieses auch im Handbuch zu finden. Und nachdem ich dann noch einiges korrigiert und umgebaut habe, kann ich nun mein Arduino-Sketch hochladen.
Ich wähle hier aus meinem Handbuchordner das Verzeichnis für das deutsche Handbuch, wähle hier den Sketch aus, und zwar Lektion 15. Thermometer, hier sieht man auch schon die eventuell fehlende Bibliothek. Und hier ist die INO-Datei. Die wähle ich dann aus. Hier ist die Datei. Wenn die fehlt, kann man die sehr schnell einbinden. In diesem Teil wird gelesen, und zwar das analoge Signal des Thermistors wird dann umgewandelt in ein digitales Signal. Und was man dann noch braucht, ist die Umwandlung von dem in Fahrenheit vorliegenden Wert in einen Celsius-Wert. Und wenn es sein muss, kann man ihn auch in Fahrenheit ausdrucken. Das Ganze wird überprüft. Also alles in Ordnung und wird dann auf den UNO übertragen. Nach dem Start des Systems zeigt das Display erstmal die Raumtemperatur an. Ein wenig kalt in meinem Keller. Und hier hat sich der Thermistor versteckt. Und hier zeigt mein Thermometer dann die Temperatur meiner Fingerkuppe. Wenn ich dann die Finger wegnehme, sinkt die Temperatur wieder. Mein Testaufbau funktioniert also. Das war nur der erste und sehr einfache Versuch mit dem Elego Super Starter Kit. Weitere Experimente werden folgen und die Vielseitigkeit dieser kleinen Wunderkiste zeigen. Bleiben Sie dabei. Tschüss und Salü aus dem Saarland.